Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, ich muss eine Sache gerade direkt sagen. Es war unter dieser RimWorld-Folge war tatsächlich wieder ein Bot-Link. Der wurde aber, also ich habe ihn nicht entfernt, der wurde automatisch entfernt. Also kann ich mir gut vorstellen, dass YouTube tatsächlich da was geändert hat und diese Links selber entfernt, wenn natürlich keiner von euch das entfernt hat. Und das scheint dann wahrscheinlich nicht so gut zu funktionieren, da ja auch andere Kommentare entfernt werden. Da sind die wahrscheinlich am Rumprobieren. Aber ich habe die Nachricht bekommen, dass der Kommentar geschrieben wurde. Ich habe nachgeguckt, der wurde direkt wieder gelöscht. Fand ich sehr interessant. Ja, hier sollen ja überall die Pilze gemacht werden, bis wir zumindest Glas herstellen können. Das ist jetzt natürlich scheiße, aber ich meine, wir brauchen das mit der Temperatur. Und wir brauchen Ventilatoren. Aber was wir vor allem brauchen, ist Stahl. Naja, fangen wir mal auch mit dem Ragnars-Kommentar an. Im Prinzip auch der einzige. Wir würden dich niemals enttäuschen. Wenn es nicht klappt oder schief geht, dann bist du natürlich als Lenker und Denker schuld. Mein Zeitstempel hat auf zur Aufklärung nicht geholfen. Doch, schon, aber der Kommentar habe ich irgendwie, entweder habe ich ihn übersehen oder er war nicht da. Ich habe da drunter selber einen Kommentar noch geschrieben. Aber den hast du anscheinend nicht mehr mitgekriegt. Ich lese einfach mal vor, was ich geschrieben habe. Also eigentlich schon. Oder war der Kommentar nicht mehr sichtbar? Habe ich selber Blödsinn geschrieben eigentlich? Egal. Also das Symbol bedeutet, dass wir inspiriert sind und dann besser arbeiten in einem Gebiet. So, das heißt, wenn hier so ein Stern ist, das ploppt ja manchmal auf, ist inspiriert in Handwerk oder so, inspiriert in Tiere, dann kriegen die hier einen Bonus drauf. Das bedeutet das, was das hier war. Ah, psychische Beruhigung, männlich, sehr gut. Oh, wir bekommen Stahl. Ja, der Stahl geht natürlich direkt rein, aber wir brauchen viel mehr Stahl. Ja, wir haben ja ein bisschen die Bredouille, wir kriegen nicht genug Stahl. Und langsam wird es eng, da uns das Holz ausgeht. Wir brauchen halt unbedingt Stahl. Muss ich gerade mal gucken, wie das Gebiet ist. Arbeitsgebiet, Gebiet 1. Kommen wir tun mal das Gebiet hier auch noch mit rein. Dass die hier wenigstens die Kacke da hinlegen können. Wir nehmen auch mal Fischen mit rein. Komm, wir sind so gut und nehmen Fischen mit rein. Ja, wobei, das ist ja dann wieder kontraproduktiv teilweise, ne? Weil das Fischen, das dauert ja wieder so lang, aber die müssen sich sauber machen und trinken. Weil ich halt noch keine Alternative hier habe. So, wir haben zwei Heizungen, das heißt, wir werden den hier jetzt abreißen. Zwei Heizungen, das müsste doch erstmal reichen. Problematisch wird's hier. Ich meine, klar, wir können jetzt hier überall Lüftungen reinmachen. Aber wir haben den Stahl dafür halt noch nicht. Da kommt direkt die Hypothermie. Wenn es mal ins Warme gehen. Wir müssen auch die Toilette dann irgendwann wieder reinmachen, aber jetzt können wir erstmal mehr Pilze anbauen. Ja, jetzt ist das natürlich alles ein Raum, aber ich will halt nicht, dass die in Kälte schlafen. Ja, dann sollen die lieber jetzt sich hier wieder den Raum teilen. Solange können wir natürlich auch keinen Gefangenen nehmen. Aber ich will nicht, dass die in Kälte schlafen. Ich glaube, da ist es so sogar noch besser, als in Kälte zu schlafen, was die Dingens angeht. Ah, sie haben das Wetter, bin ich mal beeinflusst.
Und ja, die Quests machen es teilweise einfacher. Ich meine, es bringt mir jetzt gar nichts, ne? Kriege ich nur einen Gefangenen. Wir können aber keinen Gefangenen gerade unterbringen. Ich habe überlegt, den Stahl hochzunehmen, aber wir haben das ja extra so gemacht, dass wir mehr von denen bekommen als von den... Alter, ich hoffe, das Alpha Trumbo macht Krieg gegen die hier. Bevor es Krieg gegen uns macht. Okay, jetzt werden sie natürlich beim Schlaf gestört. Ich habe gehofft, obwohl die ja im Prinzip fast eigene Räume sind, dass das nicht passiert. Shit. Das heißt, die kriegen jetzt Debuff wegen gestörtem Schlaf. Aber das in Kälte geschlafen müsste weggehen. Ja, in Kälte geschlafen ist weg. Okay, an den beiden sind wir ja immer wieder mal am Arbeiten. Ich meine, wir haben Jade, wir können noch was Jademäßiges reinklatschen. Na, guck mal, bei dem könnten wir sogar noch was besser machen, aber... Moment mal. Also ich glaube, wenn wir hier die... Ah, der Vorhang wäre aber auch zwei groß. Ja, ich hätte jetzt gedacht, wenn wir hier einen Vorhang hinmachen würden, als Tür, im Prinzip, dann käme ja die Luft durch und es würde als Raum gelten. Na schade, wenn der Schlafsack natürlich auch für tiefere Temperaturen wäre, das steht hier jetzt leider nicht drin, dann könnte man statt Betten auch Schlafsäcke machen. Gut, ich meine, im Moment halten wir die Temperatur mit zwei Heizungen und zwei Lagerfeuern. By the way, oh shit, jetzt haben die hier nochmal befüllt. Oh shit, wir haben kein Holz mehr. Wir haben jetzt aber auch gerade nicht die Ressourcen, die Holzwand hier auszusplitten. Na gut, wenn wir irgendwann mal wieder viel Stahl haben. Okay, weißt du was? Die haben ja alle mit den Steinbruch drin, ne? Sonst tun wir bei Gebiet 1. Vielleicht machen wir zwei Gebiete. Oder wir tun das Fischen erstmal runter machen. Aber das Fischen trainiert die ja auch. Aber das Problem ist natürlich hier... Biokraftstoff, der Biokraftstoff ist fertig. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch das Teil machen, damit die das aus dem Teil da drauf setzen, worunter das wohl ist. Es ist unter Strom. Produziert aber, glaube ich, keinen Strom. Aber ich kann ihn hier draufsetzen, aber der ist auch teuer, ne? So, wer ist denn gut im Trading? Ich muss hier noch einen... Ha,
Handelsplatz und so hinmachen. Ist wahrscheinlich keiner wirklich gut, ne? In Sozialen ist keiner gut. Ey, das ist ein Pinguin, oder? Warte, wild? Nee. Aber irgendwer hat hier gerade geballert. Wo gehen die denn jetzt hin? Was ist denn hier jetzt passiert? Hör mal, du gehst auf Wasser, das geht nicht. Schnell rein mit dir. Da hat's gerade irgendwie plopp gemacht. Eine Verbrennung und eine Erfrierung. So läuft's nämlich. Die sind zu schnell wieder abgehauen. Schade eigentlich. Ja gut, es ist minus 60 Grad. Und schon ist Jo traurig. Ich hätte ihn nicht rausschicken dürfen. Komm schon, Micha, du schaffst es. Nicht geschafft. Ja, wir haben halt niemanden, der gut ins Sozial ist. Aber Micha, besorg doch mal ein bisschen Stahl, bitte. Die gehen mir zu viel raus. Fischen 4. Jetzt wird erstmal hier nur Steinbruch. Steinbruch vorfischen. Ich meine, Essen ist im Moment nicht das Problem. Wir brauchen aber Stahl, weil wir haben bald kein Holz mehr. Wir müssen Steinbruch-Dings machen. Und die Steine müssen mal rausgetragen werden. Zwei Steine kann mich ertragen, Respekt. Okay, alle können zwei Steine tragen. Boah, wir haben echt Pech, ne? Na gut, die Steine haben natürlich das höchste... Okay, alle rein, alle rein. Alle rein. Okay, wir brauchen wirklich ein Gebiet für drin. Neues Gebiet drin. So, da setzen wir jetzt alle mal rein. Weitermachen. Okay, er ist schon mal in eine Falle gelaufen. Sehr gut. So lobe ich mir das. Jetzt läuft er weg. Bad Kitty mal die Sachen holen. Er ist der Einzige, der die Temperaturen etwas länger aushalten kann. Wir haben immer noch Sorgen über den Arctic Lion. Okay, wir laufen gerade nur auf Heizung. Wir kriegen die Temperatur nicht gehalten.
Wir brauchen unbedingt noch eine Heizung. Shit. Okay, wir reißen das ab. Wir brauchen irgendwie 20 Holz. Okay, wir brauchen unbedingt Stahl. Ich muss den wegmachen, weil wir den Stahl brauchen. Scheiße. Baut mal hier bitte. Kein Bauarbeiter. Ich brauche einen Bauarbeiter, verdammt! Bauen, 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 wo ist bauen? Bauen! Alter, willst du... Ich pausieren hier. Eins, 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 eins. Retten. Schneller. Jetzt liegt die nochmal noch draußen. Schneller! Alter, wir haben drei Heizungen. Die Heizungen bringen gar nichts. Die Heizungen bringen gar nichts. Was ist denn los? Wieso sind die Heizungen so schlecht? Jogulias ist tot. RIP. Warum sind die Heizungen so scheiße schlecht? Alter, wir haben jetzt vier Heizungen. So ein Lagerfeuer ist einfach tausendmal besser. Schade, ne? Aber gut. Weil er jetzt gestorben ist, starten wir jetzt nicht neu. Wir haben es ja nicht gemacht fürs Essen. Er ist ja erfroren, das ist ja okay. Unglaublich. Was hat denn er alles gemacht? Kann ich das noch sehen? Bergbau. Bergbau und Forschung. Ja, jetzt haben wir natürlich Bergarbeiter verloren. Naja, schade. Aber gut, da machst du nichts. Aber keiner will ihn schlachten. Wir können aber auch, glaube ich, kein Grab bauen. Oh doch, wir können ein Grab bauen. Ich mach mal hier einen Grab hin. Das kommt auch ins Gebiet 1 noch mit rein. Und die Falle auch. Ist
Es hat zu lang gedauert, die Batterien, die Dings zu bauen. Ich hab's aber auch zu spät gemerkt. Also ich wusste, dass das Holz rausgeht. Ich war aber auch tatsächlich überrascht, dass das nicht funktioniert hat. Sind hier Pilze verschwunden? Wahrscheinlich, weil es zu kalt war, ne? Sind die gestorben? Shit. Also wir brauchen einen Elektroherd, aber wir brauchen unbedingt die Schmelze, damit wir hier endlich vernünftige Dings anbauen können. Na gut, aber ich würde sagen, das war's jetzt auch erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!